Okay. Warte mal. Ich gehe mal eben in die Steuerung und guck mal, ob ich was finde, wie das funktioniert. Steuerung. Umsehen, Vibration, Kanonen. Steuerung anpassen. Hm. Da steht hier was. Du bist ein Schläger, gewöhnlich wie Dreck, Kacke und stolz darauf. Halt doch mal still. Ich weiß nicht, wo ich anfange. Vielleicht hast du Glück und wirst ohnmächtig. Ich werde aber mein Bestes. Oi, hier drüben, ihr Bastarde. So, dann machen wir das Ganze einfach so. Fass mich an. Dann machen wir das Ganze einfach so. Ja, endlich mal wieder anständig mit der versteckten Klinge arbeiten. Nice. Wer seid ihr? Ethan Kenway. Ethan. Aber ich verstehe nicht. Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church. Ich werde alles erklären. Mhm. Tu das mal. Bim, 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 bim. So, Freunde finden ist leicht. Sagen auch nur Leute, die viele Freunde haben. Johnson erzählte von eurem Plan. Wie es scheint, ist der Mann, der mich entführt hat, derselbe, den ihr sucht. Sein Name ist Cyril Thatcher. Das ist unser Sklavenhändler? Vertraut nicht seiner Silberzunge. Eine teuflischere Kreatur habe ich nie gesehen. Herr Kirche? Könnt ihr mir von seinem Schreiben erzählen? Er hat mindestens 100 Männer. Über die Hälfte sind Rotröcke. Nur für ein paar Sklaven? Kaum. Der Mann ist Kommandant der königlichen Truppen. Und er leitet das Southgate fort. Hm. Dann müssen wir dort hinein. Hm, lass mich nachdenken. Inzwischen kümmere ich mich um unser Netz. John Pitcairn ist unser Mann. Ich bringe euch zu. Also wichtig ist, glaube ich, bei den Assassinen zu verstehen, dass sie wirklich versuchen, im Verborgenen zu arbeiten. Also man weiß von außen nicht, dass jemand ein Assassine ist oder so. Was ist euer Begehr? Neuer Rekord. Frisches Kanonenfutter, hm? Dann rein da. Ja, wir sehen auch aus wie Rekruten, wie klar. Habt ihr das gemacht? Habt ihr vergessen, Sir? Ich stehe unter Befehl von General Braddock. Wenn ich nicht für euch arbeite, natürlich. Mhm. Hm. Ich mag Charles immer noch nicht. Ich finde, er ist ein Lackaffe. Oder Schleimer. Pitcairn, ihr Narr. Diese Taten sind verräterisch. Nennt mir einen Grund, warum ich euch nicht hier und jetzt töten sollte. Wolltet ihr euch denn ankündigen? Oder dachtet ihr, eure Ankunft bliebe unbemerkt? Erlaubt mir bitte eine Erklärung. Aber natürlich. Ich würde zu gerne eine hören. Ich bin nicht desertiert, Sir. Ich bin hier auf Commander Amhersts Befehl. Zeigt mir einen Brief mit seinem Siegel und euch bleibt der Galgen erspart. So etwas habe ich nicht. Die Natur meiner Arbeit, Sir, sie... Sie wird besser nicht zu Papier gebracht. Haytham. Haytham. Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wölfe wandern oft im Rudel. Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen weg sein. Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn unser Werk vollbracht ist. Zweifellos das Werk des Teufels. Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles für euch abstellen ließen. Von diesem Verräter war nie die Rede. Den bekommt ihr nicht. Edward, seid doch vernünftig. Wir sind hier fertig. Geleitet die Herren hinaus. Aber Eduardo...
schicker Hut. Einer ist hübscher. Das ist ja auch so ein Ding mit Hutvergleich. Heutzutage hat man Sportwagen, damals hatte man Hüte. Sie werden uns verjagen, wenn wir umgehen. Das war's hier für uns. Wie ist das bequem? Für Sie auch. Kommt mit. Was plant ihr jetzt? Master Pitcairn zu entführen. Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. So, lass mich mal eben hier hoch. Ja, ich sehe sie noch. Ich sehe sie noch. Nein, ich sehe sie nicht mehr. Ich sehe sie noch. Hi, ich sehe sie nicht mehr. Ich sehe sie nicht mehr. Ich sehe sie nicht mehr. Jetzt sehe ich sie wieder. Vielleicht auf die Marlboro. Nein, die Bewohner sind zu zufrieden. Schöne Häuser und beschwertes Leben. Was ist mit Lynn oder Ship Street? Ja, den Neuankömmlingen steht das Wasser oft bis zum Hals. Die werden viel eher jede Gelegenheit ergreifen, ihre Familie zu ernähren. Ja, komm, hoch da. Hallo. Hallo? Geht doch. Hat sich vergriffen. Ah, diese Dächer. Allesamt. Was ist das denn für ein Ablenkungsmann? Ich spucke auf euch und euren Krieg. Der hat ihn mit Scheiße beworfen. Man sieht mich nicht, man sieht mich, nicht. Ein bisschen. Man sieht mich nicht, man sieht mich. Ja, so ein bisschen, ne? Da hinten muss ich hin. Aber es ging eher darum, dass ich sie halt nicht gesehen habe. Ich wurde selber gar nicht gesehen. Wow, no, 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 ich bin falsch abgebogen. Fuck! Lass den gehen, Edward. Aber er hat mich mit Scheiße beschmissen. Lasst uns gehen. Und John Pitcairn mit uns. Meine Autorität lasse ich nicht untergraben. Warum denn nicht? Ich auch nicht. Legt sie alle in Ketten. Aua. Boah, ich habe gerade gar nicht gesehen, wo ich bin, aber ich gehe eigentlich auch nur nach den Dreiecken. Stirb doch einfach! So, jetzt zu dir. Ich zügle meine Hand, weil ihr als mein Bruder wart. Und ein besserer Mann dazu. Doch kreuzen sich unsere Wege wieder. Ist alle Gnade vergessen. Du möchtest... Ihr seid frei, John. Haytham auch nicht zum Feind haben, ne? Verräter! Dankeschön, Krieg. Geht ruhig! Schließt euch diesem Narrenplan an! Und liegt ihr irgendwann... Ich vermute, ihr habt gute Gründe für diesen ganzen Wahnsinn. Vielleicht. Was versprecht ihr euch von mir? Ich erkläre alles auf dem Weg. Ja.
Damit uns auch jeder zuhören kann, natürlich. Das war unser letzter Rekrut, ne? Damit müsste unsere Truppe jetzt vollständig sein. Was für ein Haufen Versager. Southgate infiltrieren. Gentlemen, ich bin bist du nicht der, wo stirbt? Nein. Ich desynchronisiere, ich sterbe nicht. Ein neuer Rekrut? Der griechische Held, du Simp. Lass mich erklären. Wir dringen Silas vor. Was für eine Beleidigung, du Simpel. Sind wir drin, schlagen wir zu, befreien die Sklaven und töten den Händler. Riskant, riskant. Gefällt mir. Dann lasst uns beginnen. Zunächst werden wir einen Konvoi benötigen. Charles mag keinen Regen. Konvoi sollte bald eintreffen. Angriff auf mein Signal. Verstanden, Sir. Machen wir es richtig. Werden wir sie unvorbereitet treffen? Also werden wir sie nicht unvorbereitet treffen. Das weiß ich nie, was richtig mache. Drechselbank präsentiert. Kommt und bestaunt dieses innovative Meisterwerk. Was macht die Frau? Was zur Hölle ist das? Wow! Okay, so macht man es schon mal nicht. Ja. So, die mit den Assassinenzeichen über dem Kopf sind jetzt die. Was zur Hölle ist das? Ja, frag dich mal. Die unsere Verbündeten bitte sind. Entschuldigt, Sirs. Wie es scheint, ist uns hier ein kleines Unglück zugestoßen. Bringt das hier in Ordnung. Schnell. Natürlich. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war. So, zwei. Aua. Ich bin wirklich eher der Rambo-Typ, ne? Aua. Oh, du Schwein, steh mir nicht im Weg. So, jetzt haben wir es geschafft. Charles, ihr und William, ihr seid vor. Ach, Rot steht ihm aber gut. Was ist mit mir? Ihr und John folgt uns aus der Entfernung und haltet Wache. Ich gebe ein Signal, sobald wir eure Dienste brauchen. Guten Tag, Ma'am. Wir sind hier, um zu helfen, dir und den Gefangenen im Southgate Fort. Befreie mich. Nicht, bis wir da drin sind. Wir dürfen am Tor wirklich nichts riskieren. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Weißt du etwas über Silas Vorhaben? Wie viele Männer warten jetzt dort? Welche Verteidigung haben sie? Der siebenjährige Krieg, das ist so die Zeit, in der wir uns gerade befinden. Sir,
Wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Lass Jonathan und Thomas das erledigen. Wie ihr wünscht. Du vertraust uns recht. Aber ich verstehe, dass du vorsichtig sein musst. So sei es. So, da vorne rennen die anderen beiden. Das ist ganz praktisch. Die räumen nämlich schon mal auf. Halt! Identifiziert euch! Wo ist Lieutenant Jones? Was hat das zu bedeuten? Der hat sich den Magen verdorben. Den Feind an. So. Das war einfach. Genau, geh wieder oben aufs Dach, da wo du uns nicht helfen kannst. Blöd, Mann. Gottverdammte Hunde. Lasst keinen zu uns durch. Oh, der Hund. Oh nein. Er hat den Hund getötet. Oh, bist du dir sicher, Pim? Okay. Sorry. Und ja, ich war schon wieder schneller. Entschuldigung, Hami. Entschuldigung, Basti. Auf eure Posten! Verstanden. Sag nur Bescheid. Ich strecke sie nie. Ja, ja. Greift den Feind an! Fahr doch weiter, du blöde Kutsche. Da sind noch welche. Habe ich es kaputt gemacht? War ich zu früh? Ich glaube, ich habe zu früh gedrückt. Kann das sein? Checkpoint. Ich glaube, das wird uns noch häufiger passieren, aber das liegt auch daran, dass das halt sehr alt ist. Sorry wegen Timing, aber Test. Alles gut, alles gut. Oh Gott, wir müssen nochmal den Hund töten. Flashbacks. Lasst keinen zu uns durch. Heute triffst du den sechsten Mann. Schön mit der Axt. Uff, 18 Sekunden. Ach Mann. Das ist nicht so gut. Aha. Ihr kriegt Fleisch. Auf eure Posten! Sie mir mal ansehen, bevor ich... Verstanden. Sagt nur Bescheid, ich strecke sie nie. Und hier habe ich jetzt zu früh gedrückt, deswegen. Greif den Feind an! Habe ich schon wieder zu früh gedrückt? Ey, das gibt's doch nicht. Alles frei! Ja, oh, Gott sei Dank. Okay, ich hatte davor einfach zu früh gedrückt. Was ist denn das für ein blödes Geschenk? Du sperrst mich und zahl dafür? Ich check's nicht. Wer hat denn gesagt, dass das ein Geschenk ist? Hallo, Luzi. Und ja, heute ist Assassin's Creed 3 dran. Also das ganze Wochenende. Wir machen jetzt nämlich aktuell die 1000 Stunden Dankeschön für Katzi. Guten Abend, Gentlemen. Nennt euer Anliegen. Hast doch noch nicht viel verpasst. Wir sind immer noch so mehr oder weniger im Tutorial. Rein dann. Das Einzige, was du verpasst hast, ist, wir sind aktuell in Boston und nicht mehr in London. Siehst du, ich befreie dich, wie ich es versprochen habe. Wenn ich dir vielleicht erklären dürfte. Laber doch nicht so viel, Hayton. Lass sie gehen. Er ist so britisch. Nein, wird sie nicht.
viel zu sehr Gentleman. Unbemerkt die Gefangenen. Zeit fürs Schlagen. Ja, so ungefähr. So ungefähr. Er stirbt. So hat das auch noch niemand verglichen. Gut, wir sind jetzt am Boston Neck. Gefangene befreien. So, wir haben einmal hier die Gefangenen. Einmal befreien. Hallo. Er sieht mich nicht. Ich glaube, ich sollte das vielleicht so ein bisschen weniger auffällig machen. Kann das sein? Ein bisschen weniger auffällig. Hey, Them, streng dich an. Danke. Nope, der Delay ist wirklich heftig. Oh. An die Mission erinnere ich mich. Ich habe das Spiel leider nie durchgespielt, da meine Xbox dann durchgebrannt ist. Oh no. Oh Gott. Nope. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Sehr gut. Ich muss mich halt so ein bisschen an die Computersteuerung gewöhnen. Ja, da sind mir zu viele. Weil ich es halt nur auf der PS3 damals gespielt habe. Ist schon ein Weilchen her. Also auch damals, als ich mein komplett Assassin's Creed Marathon gemacht habe, wo wir alle Assassin's Creed Teile gespielt haben. Hey, Leute. Verzeiht die Verspätung. Katar hat mich lange schocken lassen. Wer hat mir wohl diesen Posten verschafft? Wir sind wie Brüder, er und ich. Also. Was sollen wir für Silas tun? Die Gefangenen aufmischen? Sie von allem Klunker befreien? Das heißt, einige hätten echtes Silber dabei. Wird mich nicht stören, wir das einzuverleihen, wo wir sie auf den Weg schicken. Wupp. Wieder zurück. Was immer ihr befehlt. Ich frag mich gerade, wie ich da hochkomme. Okay. Geh noch runter. Schwimmen wir. Klettern. Du siehst mich nicht. So. Bam. Ich bin schon in dem Alter, wo man die Schläge nicht mehr so aushält. Ich war nie in einem Alter, wo man Schläge aushalten könnte. Ich kann sowas nicht. Eine einzige Stunde Ruhe, mehr wollte ich nicht. Stattdessen werde ich nach 10 Minuten von diesem lärmenden Irrsinn geweckt. Ich verlange eine Erklärung, und zwar am besten eine gute. Was? Wie ist das passiert? Tja, wie nur? Meine teure Ware freigesetzt? Also, das akzeptiere ich nicht. Den Schuldigen wird es sicher an den Kragen gehen. Doch erst schaffen wir hier noch Ordnung. Mein Hut. Mein Hut. Ich davor tötet jeden, der flüchten will. Ist mir egal, ob er zu uns gehört oder zu dem. Was? Wer sich dem Tor nur nähert, ist tot. War das deutlich? Drängt sie zurück! Ah, Leertaste. Menschliches Schutzschild. Ich liebe diese Konter. Also die Kampfanimationen in dem Teil sind somit die besten, finde ich.
So, gehen wir einmal hier hoch. Einmal ablenken, zack, zack, zack. Du auch. Au! Mist, ich war nicht schnell genug. Nimm ihn doch, nimm ihn doch, nimm ihn doch. Oh Gott. Warum hat er ihn denn nicht genommen? So, zack. Lol. Au. Ey, ich bin echt zu dumm. Aua. Danke. Wer bist du? Ich bin Haven Kenway. Du kennst mich nicht. Ich bin Batman. Ihr beiden kennt euch recht gut. Ich versprach's dir, Silas, und ich werde es einhalten. Daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Und was nun? Wir warten. Doch sicher nicht lange, vermute ich. So, ja, gut. Erinnerungen synchronisiert. Sequenz 2 beendet. Sehr schön, sehr schön. Wir machen uns langsam, wir machen uns langsam. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Sequenzen es gibt. Mehrere Wochen sind vergangen, seit wir die Gefangenen Mohawk befreit haben. Ich hatte gehofft, ihr Anführer meldet sich. Doch leider blieb es still. Meine Männer sind unruhig, wollen wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe keine Antwort. Lee allein bleibt unermüdlich, verfolgt selbst die kleinsten Spuren. Er streift durch die Stadt und die angrenzenden Wälder. Er hofft, dass er auf einen der Geretteten trifft. Es war eine Frau bei ihnen in jener Nacht. Sie hat die anderen in Sicherheit gebracht. Wenn wir sie fänden, bekäme ich meine Antworten. Ich kann nur abwarten und hoffen, dass meine wahre Mission bald beginnen wird. So, und jetzt haben wir Winter. Ja, ist es. Ja, ist es. Deswegen, ich liebe diesen Synchronsprecher auch. Hallo, Charles. Ist die Frau, die wir suchen, aufgetaucht? Das heißt, dass sie gerade außerhalb der Stadt für Aufruhr sorgt. Da passt ja auch, er ist ja auch Brite, ne? Dann fangen wir dort mit der Suche an. Wir treffen uns da. So, dann wollen wir mal. Übrigens, für die, die sich fragen, wie ich dieses Spiel spiele, es wird kein 100% Run. Ich werde eigentlich hauptsächlich mein Augenmerk auf die Story werfen. LOL! Aua.
Das war nicht gut. Also ich werde hauptsächlich die Story spielen. Aber keinen 100% Run draus machen. Das heißt, so Sammelobjekte und so werde ich notfalls dann machen, wenn wir sie machen müssen. Ich glaube aber in dem Teil ist das relativ wenig. So, komm, wir suchen uns mal den Aussichtspunkt. Schön mit den kalten Händen an einer kalten Mauer hinaufklettern. Man liebt es. So, Old Meeting House. Baba. Aber es sieht schon gut aus. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Unterschied zwischen PS3-Version und PC-Version so krass ist. Aber ich meine, das ist auch die Remastered-Version, die halt für die PS4 nochmal hochskaliert worden ist. Auch schon schick. Gefällt mir. Aber wenn man sich überlegt, wie alt das Spiel ist. Und man sieht es auch immer wieder, weil zwischendurch immer das alte Uplay-Symbol kommt. Was es so ja gar nicht mehr gibt. Ein Penny, das ist aber ganz schön viel. So, dann können wir da nochmal hochklettern. Old Corner Buchladen. Ein kleiner süßer Häschen. Kletter. Ist bestimmt nicht glitschig, da irgendwie zwischen den ganzen Schneeflöckchen und so sich hinein zu begeben mit den Fingern. Warm. Ja, ich stehe auch immer so auf der Kirche und falle nicht. Genau so. So, wo kann ich runterspringen? Da. Ja, aber was ich ja vorhin schon mal gemeint hatte, ist, dass das so einer der Oldschool Assassin's Creed Teile noch ist. Und ich liebe sie.